Hallo ihr da draußen. Ich habe mal wieder bei Rebuy bestellt. Und zwar mal ordentlich geshoppt. Und zwar war das der Anlass für Halloween Wichteln auf Lovely Books. Da mache ich mit. Und da habe ich für mein Wichtelkind zwei Bücher bestellt. Die kann ich euch dann in der Bestellung nicht jetzt zeigen, weil die doch sehr, sehr speziell sind. Und ja, nicht, dass das mich, mein Wichtelkind mich noch erkennt vorher. Aber den Hauptteil, den größeren Hauptteil bleibt bei mir. Ich habe, glaube ich, 12 Bücher für mich oder irgendwie so in der Richtung was. Ich weiß schon gar nicht mehr wirklich, was ich bestellt hatte, weil ich einfach nur meine Bücherliste immer nur mich durchgearbeitet habe und geschaut habe, ob es das gibt oder nicht. Und ja, da habe ich meine Bücherliste mal ein bisschen abgearbeitet. Und das sind eigentlich dann eher Empfehlungen von, ja, die ich irgendwo mal gehört habe, gelesen habe, vor allem auch auf BookTube irgendwie dann doch mir hängen geblieben waren und ich weiß auch gar nicht mehr, worum das ging. Ich habe die dann einfach mal mitbestellt. Und ja, lassen wir uns mal überraschen, was jetzt in diesem Paket drin ist. Diesmal auch in einem ordentlicheren Zustand. Obwohl man muss sagen, das Paket hat eine Woche gebraucht, um losgeschickt zu werden. Was haben die denn dann dort gemacht? Und es dauert ziemlich lange. Ein bisschen angeknackst ist es zwar schon an den Kanten, aber es geht noch. Also es ist 5 Kilo schwer. Und ja, ne? Die Preise kann ich euch jetzt nicht so nennen, die weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe aber, ich glaube, 25 Euro oder so mit Versand. Irgendwie so war das. Ich weiß es nicht mehr. So. So, die Schere. Nein. Ja, also Preise stehen jetzt nicht so mit drauf. Und ja, dann fangen wir mal an. Dicht gepackt, dieses Paket. Was hatten wir hier? Ja. Thomas Mann, Buddenbrooks. Das ist ja ein Klassiker. Ich möchte mich mal mehr wieder mit Klassikern beschäftigen. Mehr dazu auch im Neuzugänge-Video für September. Ja, da werden die Bücher dann nicht nochmal gezeigt. Ne? Das ist mit dem Unpicking dann abgeschlossen. Und zwar war das so, dass ich ja so gerne auf Familiensagas stehe, die über mehrere Jahre gehen. Und da hat mein Freund gesagt, ja, dann musst du ja mal die Buddenbrooks lesen. Oh. Und ja. Deshalb habe ich das jetzt mit bestellt. Ist eigentlich ein ziemlich guter Zustand. Ein bisschen schwarz, aber keine Leserin und nichts. Ich weiß auch nicht mehr, welchen Zustand ich da bestellt habe, aber eigentlich meistens sehr gut oder gut. Boah, ist schon ein bisschen enge geschrieben, ne? Aber ja, da bin ich jedenfalls mal sehr drauf gespannt. Ja, Familiensaga. Ich habe da auch noch keinen Film dazu gesehen, gar nichts. Von daher kann ich damit gut arbeiten. So. Dann Anna Gavalda, ich habe sie geliebt. Das ist ein Fischer Verlag, das ist auch ziemlich dünn. Ich glaube, das stand das mit drauf oder war das nur eine Empfehlung der bei Rebuy und bin dann irgendwie darauf gekommen. Wahrscheinlich, so war das. Und da geht es auch um irgendein Geheimnis, ne? Zwei Generationen, zwei Schicksale. Auch mit Familien und sowas geht halt bei mir immer. Obwohl dieses Cover, weiß ich nicht, ob das dann dazu passt, aber es ist aber ein
ziemlich dünnes Buch und das kann man ziemlich schnell mal zwischendurch lesen. Immer so dünne Bücher mal gehen auch. Und ist auch ein guter Zustand. Dann habe ich, man muss ja sagen, dass ich doch eine kleine Pilgerin bin. Ich bin ja auch schon ab und zu mal gepilgert und auch auf der Suche nach irgendwelchen Pilgerbüchern bin. Ich drehe dann auch noch mal, wahrscheinlich dann im Oktober, dann meine Meinung zu diversen Pilgerbüchern, die es da gibt. Und da habe ich bei Rebuy ich hatte glaube ich Pilgern eingegeben oder so was. Und da bin ich dann auf ein Buch aus dem Reklamverlag erschienen, drauf gestoßen. Und zwar der Jakobsweg, ein Pilgerführer aus dem 12. Jahrhundert. Den gab es wahrscheinlich damals noch nicht so in dieser Form, ne? Und das interessiert mich natürlich. Es soll ziemlich informativ sein zur Geschichte und auch zu den, was mich natürlich dann eher interessiert, zu den Herbergen und auf dem Weg insgesamt. Aber da bin ich mal gespannt. Also es predigt, ich glaube, ich werde es dann auch nicht ganz lesen, aber für zwischendurch ist das ja ziemlich gut und ich glaube, das muss man sich dann mal mit ins Regal stellen zu den anderen Pilgerbüchern, weil einfach das im 12. Jahrhundert ist schon ziemlich gut gemacht, das Ganze. So, dann, das war übrigens auch keine Empfehlung von YouTube oder so, ne? Also, aber jetzt durften eigentlich auch nur noch Video kommen von Empfehlungen. Was war das? Die gelben Augen der Krokodile von Catherine Pancall. Ja. Da gibt es, glaube ich, noch zwei Bände davon, die irgendwie auch so anders hießen, aber die gab es gerade nicht bei Rebuy, von daher hatte ich die auch nicht mitbestellt. Guter Zustand halt, ne, mit Leserin, aber ist mir doch egal. Solange es noch gut und lesbar ist, ist es aber echt dicke, ne. Das muss man ja schon sagen, ich dachte echt, das wäre ein dünneres Buch, aber 620 Seiten, uff. Da geht es irgendwie um zwei Schwestern, die schreiben einen Roman. Die eine schreibt einen Roman und die andere gibt sich als Autorin raus irgendwie. Und das wird zum Bestseller, dieses Buch. Und irgendwie, ja, da gibt es halt irgendwie Problemchen dabei. Ja, da bin ich mal gespannt, aber das ist schon ein bisschen dick. Ich gucke da auch nicht immer auf den Seitenzahl. Das muss man dazu sagen. Dann Hardcover. Von Mark Levy, Wer Schatten küsst. Keine Ahnung, aber es ist ein Hardcover. Ich bestelle eigentlich nicht so gerne Hardcover. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich kann auch jetzt nicht den Text vorlesen, das ist mir jetzt zu lang hier. Aber das sieht echt gut aus. Sieht echt wie neu aus. Vor allem, ich habe da immer so Angst, dass es da bei die Umschläge nicht mitkommen. Da habe ich echt Angst davor und deshalb bestelle ich auch nicht so gerne Hardcovers. Das muss man echt dazu sagen. Aber ich weiß nicht, aber es sieht aus wie so ein Schicksalsroman aus, mit Jahre später irgendwie. Und es geht ja auch noch von der Dicke von der. Bin ich mal gespannt und ich muss mich da noch mal näher damit befassen. Dann. Das war ja erst letztes bei Bücherwunder bei der Mona. Auf dem Kanal ist jetzt ja eine Rezension online gestellt und war ja total begeistert davon. Und dann musste ich mir das jetzt auch mit
habe ich mir das gleich mit bestellt, weil es doch irgendwie gut klingt. Das war von Alex Capu, Leon und Luis. Ja, da geht es auch in eine Liebe in einem Jahrhundert der Kriege und ja, irgendwie ein Buch über dieses Pärchen und mal schauen. Es sieht auch noch aus wie neu. Noch kein Mängelexemplar, also irgendwie finde ich das ziemlich gut. Und ja, darauf freue ich mich auch ziemlich. Und wie gesagt, es hatten halt alles gute Kritiken und die haben mich halt alle angefixt und die mussten halt alle dann auch mit. Dann, ja, von Jeffrey Eugenides oder irgendwie wie auch immer, die Selbstmordschwestern. Das wollte ich unbedingt haben, das hatte ich auch bei PopTube gesehen und ich finde den Titel ja schon total toll, oder? Selbstmordschwestern. Und ja, es geht halt um Schwestern, haha, um drei. Und irgendwie stürzt eine dann aus dem Fenster und ja, das Selbstmord beginnt dann. Ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ist auch hier auch noch von der Stärke her. Und das wird bestimmt bald gelesen, weil ja, eigentlich das war das Buch, warum ich eigentlich dann bei Rebuy bestellt hatte. Ja, dann noch eine Empfehlung. Und zwar von Christos Tsiolkas Nur eine Ohrfeige. Das war auch irgendwo eine Empfehlung. Und da bekommt ein Kind eine Ohrfeige auf einem Fest. Und ja, und das zieht so einige Nachwirkungen mit sich. Dann, ne? Und da bin ich auch gespannt drauf. Es sieht echt aus, ist echt klein geschrieben. Hat auch einige Seiten, ne? 500 und dann noch ziemlich klein geschrieben. Aber was soll's? Das möchte auch bald gelesen werden und es ist auch echt. Also ich habe echt gute Zustände diesmal, aber durch dieses neue System kann man das auch schon ein wenig besser einschätzen. Ne? So. Ich glaube, das war das Nächste. Ja. Dann hatte ich ja im Juli war das, glaube ich, in jenen hellen Nächten von Roy Jakobson gelesen. Das ist ja mehr so ein ruhigeres Buch und es hat mir total gefallen, weil das ja auch so an Hannas Töchter erinnert hat. Und irgendwo habe ich das dann gelesen, dass so ein anderes Buch auch so in die Richtung geht. Und zwar war das von Cecilia Eckbeck, Schwarzer Winter. Ich glaube, das war so. Und ja, da kann ich eigentlich gar nicht dazu viel sagen. Es geht im Lappland und ja, da werden zwei Mädchen tot im Wald gefunden. Und ja, ob die jetzt ermordet wurden oder doch ein Bär, ne? Und ja, da geht es um die Dorfbewohner mit. Das finde ich ziemlich interessant. Und ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Und das Cover sieht auch sehr schön aus, das Weiße, oder? Da freue ich mich schon. Das hatte ich auch, ich weiß nicht mehr wo, aber es war jedenfalls, glaube ich, nicht auf YouTube, wo ich das gesehen hatte. Und jo. Und dann habe ich von Daniel Kehlmann Ich und Kaminski. Das ist aber sehr klein, dieses Buch, oder? So klein und nicht viel Seiten. Und ja. Da steht gar nichts hinten drauf. Ich mag das auch nicht, wenn dann nur irgendwelche Zitate hinten drauf stehen von irgendjemandem, der das gelesen hat. Oder am besten noch irgendwelche Zitate von, die sich aber eigentlich auf ein anderes Buch von dem Autor beziehen.
Was haben die denn dann auf dem anderen Buch zu suchen? Also das verstehe ich nie. Ich möchte dann eigentlich nur eine Beschreibung, aber das war irgendwie eine Empfehlung und es ist ja auch dünn. Ich habe eigentlich auch ziemlich dünne Bücher diesmal mit dabei, oder? So. Und dann kommen wir schon zum letzten Buch. Ich weiß nicht, was das ist. Das wollte ich auch schon sehr, 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 sehr lange lesen. Schon seit Jahren eigentlich. Jetzt habe ich mir das endlich mal mitbestellt. Und zwar ist das Ich darf nicht schlafen von S.J. Watson. Das hat auch schon die Leserin. Das war wahrscheinlich nur ein guter Zustand, aber sonst sieht es ja echt noch super aus. Und da geht es ja darum, dass eine Frau immer ihr Gedächtnis verliert. Also sie schläft und dann ist immer ihr Gedächtnis weg und dann früh wacht sie auf und weiß nicht mehr, wo sie ist. Und irgendwas passiert dann aber bei ihrem Ehemann. Und ja, das ist irgendein Thriller und ich glaube, da gibt es auch mittlerweile einen Film, aber sowas sehe ich ja dann immer nicht so. Ich möchte erst das Buch lesen und ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf auf dieses Buch. Ich darf nicht schlafen. Und ja, das waren meine Bücher. Ich zähle nochmal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Waren doch nur 11 Bücher. Ja. Das waren doch nur 11 Bücher statt 12. Haha, aber egal. Ja, ich freue mich über die Bücher und die sehen auch eigentlich alle ziemlich gut aus. Und ja, habe ich wieder mal ein ordentliches Schnäppchen gemacht. Ich habe ja noch mehr Schnäppchen gemacht in diesem Monat, aber die Neuzugänge kommt dann später. Und ja. Ja, da war die Kamera voll. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und Zuhören. Und ja, dann sehen wir uns spätestens im nächsten Video wieder. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.